Im heutigen Video geht es erstmal etwas traditioneller los. Und zwar habe ich hier in meiner Hand eine Zeiss Icon. Das war vor vielen, vielen Jahren ein Meisterstück von wirklich handwerklicher Technik und Präzision. Und so wurden damals hier viele Fotos gemacht. Eine tolle Kamera. Und umso spannender finde ich, dass wir jetzt gerade eine neue Zeiss-Kamera in den Händen halten dürfen. Und genau um diese ZX1 von Zeiss aus Oberkochen, das ist in meiner schwäbischen Heimat, um die soll es in diesem Video gehen. Und vielleicht eine kleine kurze Sache vorweg. Ich weiß, dass diese Kamera, und sicherlich jeder, der das Video anguckt, weiß es auch, 6.000 Euro kostet, um sich diese Kamera zu kaufen. Und wir werden versuchen, in den nachfolgenden Minuten einen ganz objektiven, ganz sachlichen und eine ganz nüchterne Betrachtung zu dieser Kamera zu bringen, ohne einfach zu sehr auf diesen Preis zu achten. Denn ich habe mir natürlich Foren durchgelesen, ich habe andere Videos angeguckt und ich finde teilweise schon, dass so ein preisbestimmender Negativitätsfaktor oftmals irgendwie zu spüren ist. Das heißt also so ein bisschen Richtung Bashing, weil teuer. Und ich finde, das ist einfach nicht sinnvoll, das ist nicht gut und nicht fair. Und deswegen wollen wir natürlich in diesem Video den Preis auch nennen und auch klar am Ende dann auch gerne mal in Relation setzen. Aber ich finde, die Kamera ist so viel mehr. Wir haben die letzten Wochen damit so viel es geht fotografiert und irgendwie ist es so eine Hass-Liebe-Kamera. Ich würde wirklich behaupten, ich kenne aktuell keine Kamera, die mir mehr persönlich Spaß macht zum Fotografieren und gleichzeitig mich mehr nervt und mich mehr stört. Und diese Hassliebe, die ist was ziemlich Besonderes. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Diese Kamera, die ZX1 von Zeiss, und da wollen wir einfach klipp und klar auch unseren Hashtag Transparenz gerecht werden, die haben wir uns sozusagen geholt. Wir haben Zeiss wirklich aktiv angeschrieben und gesagt, können wir diese Kamera testen? Das heißt, wir haben ein Pressesample angefordert und haben auch gesagt, wenn, dann bitte lasst uns nicht die allerersten sein, sondern gibt die Kamera uns mal ein bisschen länger als eine Woche oder zwei Wochen, was ja relativ üblich bei solchen Sample ist, die man dann wieder nach einer Woche, manchmal sogar noch kürzer, zurückschicken muss, weil es so wenige davon gibt, dass schon direkt der nächste Reviewer die ganze Sache haben möchte. Also mal wieder kommt Grohl ob Gerst zu spät, aber ich glaube, wir holen es oder hoffe jedenfalls mit Qualität auf. Und ich glaube, man hat auch schon im Intro gesehen, dass wir die Kamera wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich und ausgiebig fotografiert haben. Was ist eigentlich das Besondere an der ZX1? Das Besondere ist, und das um ganz kurz zusammenzufassen ist, es ist eigentlich eine Kamera mit einem Tablet drin. Ich sage jetzt nicht Handy, weil ich finde, das Handy ist einfach ein falscher Begriff. Und ich finde das auch so wahnsinnig toll, ich glaube, man hat das auch am Intro gesehen, dass endlich ein deutscher Hersteller kommt und einfach mal allen anderen Herstellern weltweit zeigt, wo der Hammer hängt. Und das ist so ein bisschen das Interessante. Natürlich hat die Kamera Schwächen, dazu kommen wir gleich. Aber ich muss sagen, diese Kamera könnte wirklich auch langfristig den Weg anderer Kameras revolutionieren. Wo fangen wir am besten an? Es gab eine Zeit, da hat Samsung noch Kameras gebaut. Und Samsung hatte so eine Idee und die haben einfach ein Handy genommen und haben sozusagen eine Kompaktkamera reingeflanscht. Auch Panasonic Lumix hatten mal eine 1 Zoll Handykamera. Das heißt, beide Hersteller haben zusammen ein Handy gebracht und eine Kamera. Aber sowohl Samsung als auch Lumix haben meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass sie probiert haben, ein Handy zu tunen. Das heißt, sie haben ein Handy genommen und haben eine besondere Kamera rangemacht. Das ist auch ein bisschen das, womit Apple und Co. das nächste iPhone XYZ verkaufen. Das wird ja nicht besser, was das Telefon oder sonst was betrifft. Es wird einfach immer nur eine Linse mehr rangepappt. Und
Was hat Zeiss jetzt gemacht? Zeiss hat nicht ein Handy verbaut, sondern hat im Endeffekt, ich würde sagen, sogar den Kamerabau komplett in Frage gestellt. Ja, das Design ist immer noch, vorne hat man ein Objektiv und hinten ist der Kamerabody. Aber wichtig ist, es ist das gesamte Bedienkonzept. Alles ist irgendwie verändert worden. Man hat gerade noch die drei klassischen Einstellungsregler gelassen. Man hat hier die Belichtungszeit, man hat hier den ISO-Wert und man hat hier vorne am Objektiv eben die jeweilige Blende. Und alles andere ist eigentlich knopflos. Und dieser Knopf, dazu kommen wir gleich, der ist auch schwachsinnig. Also den hätten sie gleich ganz weglassen können. Der Auslöseknopf, der ist noch sehr wichtig, der ist hier vorne zu finden. Was hat Zeiss denn eigentlich gemacht? Die haben wirklich alles mal in Frage gestellt und haben ein Tablet und ein kleines Tablet mit einer Kamera verheiratet. Und ich würde schon sagen, dass das so eine gewisse Konzeptkamera ist, aber eine funktionierende Konzeptkamera. Also wenn man das vom Autohersteller kennt, dann haben die auf diesen Automessen IAA und wie die auch immer heißen, im Salon der Auto in Genf oder sowas, haben die ja immer so Concept-Cars. Aber die fahren ja meistens keine 10 km/h schnell, die stehen nur da und sehen lecker aus. Und ich finde, was Zeiss einfach gelungen ist, mit relativ langer Wartezeit, das muss man sagen, eine völlig funktionierende, richtig geniale Kamera zu bauen, die aber komplett neu ist. Ich will kurz das Ganze in Relation bringen. Also ich habe gesagt, 6.000 Euro kostet diese Kamera. Ich lege sie mal so hin, damit man sie einfach mal schön von oben sieht. Und wer jetzt denkt, das ist aber ganz schön viel Geld, der hat diese Kamera eben noch nicht gesehen. Das hier wäre eine Leica Q2. Die Leica Q2 kostet auch ordentlich Kohle. Ich tue es mal so hin, dann ist es schön im Framing. Und wer sagt, ja gut, das sind natürlich Leica und sonst was Ausnahmekameras, der kennt eben die RX1 R2 nicht von Sony. Das ist übrigens abgeklebt, kann man gerne mal, kann man gerne mal aufmachen. Das ist eine Sony-Kamera. Ich klebe es wieder ran, muss man nicht wissen. Das sind alles Kameras, die das gleiche Konzept haben. Sowohl bei der Sony als auch bei der Leica, als auch bei der Zeiss kann man das Objektiv nicht entfernen. Das heißt, das sind alles Vollformatkameras, die eine feste Brennweite haben. Bei der Leica Q2 ist es 28er, beim Sony ist es ein 35er 2.0 und auch bei der Zeiss ist es ein 35mm 2.0 geworden. Und diese beiden anderen Kameras sind ungefähr im gleichen Preissegment zu finden. Wir können ja die genauen Preise hier einblenden. Aber jetzt komme ich auf einen Punkt, den ich sehr oft in Foren gelesen habe. In Foren wird gesagt so, oder auch in Videos, naja, die Performance von der Zeiss ist jetzt nicht, da kann man sich eine Alpha 6000 kaufen und die ist besser. Ja, vielleicht in manchen Punkten. Aber das Interessante ist, bei beiden anderen Kameras ist es das Gleiche. Beide anderen Kameras werden wahrscheinlich von der Alpha 6000 oder von der Fuji XE 100, was zum Beispiel den Autofokus betrifft, geschlagen. Bedeutet, das ist eine Sache, ein Ziel, ein Bereich des Geldes, der natürlich unfassbar hoch ist. 6.000 Euro ist super viel Geld. Die Frage ist bloß, woher kommt das? Und da vielleicht ein kleines, kurzes Wörtchen vorweg in Richtung Preis. Ich glaube nicht, dass vielen Leuten klar ist, was eine Massenproduktion für einen geldlichen Vorteil bringt zu einer einzelnen Produktion von ganz geringen Stückzahlen. Natürlich hat Zeiss als Objektiv- und Optikhersteller und Medizinhersteller nicht vor, davon 3 Millionen Stück zu verkaufen, wie zum Beispiel von der Alpha 6000er Reihe. Da werden ja unfassbare Stückzahlen produziert und verkauft und unters Volk gebracht. Und das Interessante ist, dass die Produktionskosten auch wie so, also fast wie so ein Virus, möchte ich sagen, so exponentiell so sich so teilweise verhalten. Bedeutet Richtkosten für Material, für Fertigungslinien, um das was einzustellen, das Qualitätsmanagement hinzubekommen. Ob man dann nachher 1000 Stück durchlaufen lässt oder 2000 oder 5000, macht bei den Grundausgaben oftmals gar nicht so viel aus. Ganz im Gegenteil, viele Sachen, die man sich kaufen muss, Inhaltsstoffe, ne, Zutaten, werden sogar sehr, sehr, sehr viel günstiger, wenn man einfach höhere Stückzahlen nimmt. Und jetzt kommt es, was ich mich schon immer gefragt habe, ist,
Diese Leica Q2, die kostet ein Schweinegeld. Und wenn man da Fotografen fragt, ist es wert, dann sagen die, ja, da zahlt man für den Namen. Aber wenn man jetzt überlegt, und das ist jetzt eine schöne Sache, wenn man sagt, wie viel ist denn diese Kamera überteuert, also eine Leica zum Beispiel, dann kriegt man oft zu hören, ja, doppelt und dreifach und sonst was. Also ganz viel. Da kann man viel, viel, viel bessere Kameras bekommen für weniger Geld. Und wenn man dann sich mal den Gewinn von zum Beispiel Leica anguckt, dann sieht man plötzlich, dass das, was die Leute, was man als Fotograf sich vorstellt, was der Gewinn oft sei, nicht sich im Gewinn der Firma niederschlägt. Und das bedeutet natürlich, wenn man eine Fertigungsstraße hat, wo ein Roboterarm irgendwie Sensoren in Alpha 6000 reinsetzt, dann ist das anders, als wenn jemand hier, nehmen wir mal in Wetzlar, aber hier auch in Oberkochen, sitzt und sagt, okay, alles klar, da wird das hier gemacht und dann das hier gemacht und so weiter und so fort. Bedeutet, ich bin jetzt jedenfalls der Meinung, dass selbst wenn ich sage, 6.000 Euro wären mir zu viel Geld, ich noch lange nicht in der Lage bin zu bewerten, ob das wirklich das wert ist oder nicht. Und ich würde sogar mal davon ausgehen, dass wenn man diese drei Kameras auf dem Tisch liegen sieht und die liegen alle so im gleichen Preissegment, würde man davon ausgehen können, dass entweder heimsen sich die Kamerahersteller alle drei, machen sich eine goldene Nase oder aber die Preise sind einfach wirklich so, wie sie sind. So, wir legen die erstmal kurz weg. Die kommen ja nachher wieder zur Sprache. Aber ich finde, diese Kamera ist grandios geworden. Warum ist diese Kamera grandios geworden? Kommen wir erstmal so ein bisschen zu den Fakten. Ich habe schon gesagt, 35mm 2.0, ein Zeiss Distagon, also ein wahnsinnig schönes Objektiv, was hier verbaut wurde. Dazu kommt, dass die Kamera nicht über einen mechanischen Schlitzverschluss verfügt, sondern über einen Zentralverschluss. Zentralverschlüsse, das gibt es in verschiedener Form, aber man muss sich das so vorstellen, dass im Objektiv eine Art so ein Blendenmechanismus, es ist nicht die Blende, es ist schon ein anderer Verschluss, aber das ist so ein Schließverschluss, der im Objektiv sich eben schließt und der gewisse Vorteile hat, unter anderem, kommen wir aber gleich nochmal dazu, mit Blitzen. Die Kamera hat 512 GB Festspeicher verbaut. Das ist eine SSD und hat nochmal so einen kleinen Zusatzspeicher, glaube ich. Ich muss mal nachgucken, aber es sieht so aus, als ob so ein bisschen so einen kleinen RAM oder sowas mit verbaut wurde. Und hat hier übrigens einen USB-C-Port, der ja nicht abgedeckt werden kann. Also baden würde ich jetzt mit der Kamera nicht gehen, aber ein USB-C-Port, wobei ich nicht mal so sicher bin. Also ich habe auch schon oft gelesen, so von wegen, ein USB-C-Port, der nicht abgedichtet ist. Also mein Handy hat auch einen USB-C-Port, der nicht abgedichtet ist und das Handy kann schwimmen gehen. Ich glaube, und das ist auch schon so ein Punkt, wo man, glaube ich, daran erkennt man, wie wenig Leute manchmal aufs Detail achten. Ich habe überall gelesen, dass es ein Nachteil wäre, dass sie hier die Kontakte nicht abgedichtet haben. Aber kein Mensch denkt, dass es Festplatten gibt, SSD-Festplatten oder Handys, die genau den gleichen Anschluss haben und die tauchen gehen können. Ich verstehe es einfach nicht. Darüber lässt sich eine USB-Festplatte anschließen, um den Speicher zu erweitern. Das Ganze ist natürlich auch zum Laden oder zum Verbinden mit dem Rechner. Wenn man die Kamera an den Rechner anschließt, kriegt man einfach eine Festplatte angezeigt und dann kann man die einfach runterladen. Und was noch sagen, 37-Megapixel-Sensor, Vollformat. Ein schönes, großes Display. Wir machen die Kamera gleich an. Und eben nicht normal, aber wir machen sie jetzt einfach mal an. Ich halte jetzt einfach mal hier rein. Und dann geht sie an, Zeiss. Und das Anmachen, das zeigt eigentlich schon, wo der Hase hängt. Es ist saulange, aber dann, boah, wer sich diese Animation ausgedacht hat. Manchmal mache ich die Kamera an und aus, nur um diese verspielten Animationen zu sehen. So geil. Man sieht jetzt schon auch, dieses ganze Design ist wunderschön. Und wir kommen gleich zur Erklärung, aber diese ganze gesamte Kamera ist einfach eine Wucht. Ist einfach so. Punkt. Technisch gesehen, verbesserungswürdig, vom Konzept und vom Denkpower richtig innovativ. Ich glaube, was Zeiss damals mit sowas hier gemacht hat, wo man sich gedacht hat, boah, wie geht das? Wahnsinnig. Sowas haben sie eigentlich hier wieder gemacht. Und die Frage ist, ob es die Welt wahrnimmt als solches. Wir gehen gleich weiter. Sucher hier zum Durchgucken finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu klein geraten. Also hätte ein bisschen größer sein können, aber man nimmt meistens dann dieses Display. Was ich oftmals mache, ist, ich checke die Belichtung und dann gucke ich hinten drauf und sehe, alles klar, es stimmt und jetzt kann ich dann fotografieren. Ein Blitzschuh ist auch noch dabei.
und keine Taste hinten, keine Taste unten. Wichtig ist bloß zu wissen, die Kamera läuft mit einem externen Akku, also mit dem Akku, den man auch wechseln kann. Also das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, dass man, jetzt ist er ausgegangen, interessant, nee, ist er nicht. Man ist nicht darauf angewiesen, dass man ständig die Kamera laden muss, sondern man kann auch Ersatzbatterien oder Ersatzakkus mit sich rumschleifen. Warum hier hinten noch etwas steht, ist ganz einfach. Ich finde es, also man kauft sich keine Kamera wegen einer Verpackung. Aber eine Verpackung kann eben richtig schön als auch richtig kacke gemacht sein. Und ich finde, Zeiss zeigt einfach, wie eine Verpackung aussehen kann. Die ZX-1, da öffnet man das und dann liegt die ganze Kamera hier so richtig schön drin. Alles ist perfekter Schaumstoffgummi. Die Anleitung kann man hier so wegklappen. Und dann hat man hier einen eigenen Peak Design Gurt dabei. Also das ist hier komplett Peak Design. Ich kann es auch kurz beweisen. Wenn man so viel Geld ausgibt, dann kann man auch sowas erwarten. Aber hier ist wirklich eine komplette Montur von Peak Design mit dabei. Das ist einfach Luxus. Ich meine, hier bei der Sony, die auch ein Schweinegeld kostet, habe ich mir das Peak Design Ding selber dazu kaufen müssen. Hier wird er einfach mal mitgeliefert. Genauso die Accessoires sind einfach mit Klett gemacht. Hier liegt einfach alles perfekt drin. Hier nach Akku, der Zeiss-Lader und alles ist irgendwie, es ist einfach wunderhübsch. Okay, also die Packung sollte niemals dazu führen, eine Kamera irgendwie positiv oder negativ zu bewerten, aber es ist natürlich einfach mal so ein Standing. Also mit dieser Kamera will man eigentlich auch mit der Verpackung schon was sagen und ich glaube, da machen auch viele Hersteller natürlich ganz, ganz, ganz viel sparen, weil man einfach sagt, ja, wenn er sie gekauft hat und die Packung in der Hand hat, dann hat er sie eh schon gekauft, also braucht man dann sich keine Mühe mehr geben. So nicht aber mit Zeiss. Kommen wir einfach mal zum ersten kleinen Zwischenpunkt, wo wir wieder ein Fotoshooting einblenden können. Was mir als unfassbaren Blitzfetischisten am liebsten aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, dass hier im Objektiv ein Zentralverschluss verbaut wurde, der bis ein Tausendstel mit Blitzen arbeiten kann. Das heißt also, ich kann auf ein Tausendstel arbeiten, bei zum Beispiel ISO 100 und kann blitzen. Und das ergibt natürlich unfassbar coole Looks und deswegen gucken wir uns einfach mal ein kleines Fotoshooting mit den entsprechenden Bildern an. Made by Zentralverschluss. Viel Spaß. Der Zentralverschluss, der hier drin eingebaut ist, der erlaubt keine Y-Sync, also andersrum. Er hat keine Y-Synchronzeit, beziehungsweise doch hat er schon, aber dies war ein Tausendstel. Das heißt, ich kann hier auf ein Tausendstel blitzen und das ist natürlich der Hammer. Ich habe hier unseren guten alten Pocket Wizard rausgeholt, den haben wir meistens bei Produktionen im Einsatz. Der schafft nämlich über Funk ein Tausendstel zu synchronisieren und ansonsten fotografiere ich mit 2.0 ISO 100 gegen die Sonne. Das Interessante ist, man braucht hier gar nicht so viel Leistung. Das Gerätchen hier steht bei 5.0, was ein Bruchteil der eigentlichen 400 Watt sind. Das sind ja also ein ja,
keine Ahnung, 20, 30 Wattsekunden, die wir da haben. Also das ist wirklich wenig und man kann einfach astrein blitzen. Für mich als Blitzoschist geht da wirklich ein Traum in Erfüllung. Das war immer der Grund, warum man Mittelformatkameras hatte, der Zentralverschluss. Es macht einfach Spaß, was ich machen werde. Ich werde, jetzt kommt das Tutorial, hier bei Grolup Guest muss natürlich immer was ein Tutorial sein. Die Sonne ist da und ich werde den Blitz genau gegen die Sonne, also 180 Grad ein Crosslight bilden. Dann kann ich nämlich von links, von rechts fotografieren und ich habe ein richtig schönes Zangenlicht. Ich würde sagen, wir packen es. Also man sieht die Unschärfe, das Tageslicht, die Sonne und dazu auch dieses Blitzlicht ist einfach nur so ein Modus, den man hier wunderbar hinbekommt. Bei Schlitzverschlusskameras bräuchte man einfach HSS, TTL, also Supersynken. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht, was heutzutage nur noch Zentralverschlusskameras können, sondern das können viele Kameras, aber hier geht es eben besonders einfach, denn ich war hier mit irgendwie 25, 30 Watt unterwegs. Also richtig, richtig wenig. Was man sagen muss, und das ist jetzt ein super Beispiel, warum ich so eine Hassliebe habe. Da bauen sie einen Zentralverschluss ein. Mit Tausendstel Synchronzeit. Aber dann ist Schluss. Es gibt nicht mehr als Tausendstel. Es gibt noch ein H. Ja, H. H gibt es auch noch. H heißt Zweitausendstel. Hi. Aber da ist die Auslesegeschwindigkeit vom Sensor. Also erstens ist es elektronischer Verschluss, kein mechanischer mehr. Und dann ist die Auslesezeit vom Sensor so lahm, dass man nicht mal mehr normale Menschen fotografieren kann. Wir haben Fotos gemacht von Sarah, kommt auch nachher noch das Fotoshooting, deswegen zeigen wir hier nochmal ein Ergebnis. Und ich habe mir gedacht, warum sieht das so komisch aus, so verschwommen? Aber das hat gereicht, die Kamera so ein bisschen zu bewegen und damit hatte ich ein verschmiertes Bild. Und das ist einfach so, bei dieser Kamera liegen Himmel und Hölle sehr nah beisammen. Sagen wir so. Kommen wir wieder zum nächsten Punkt und zwar das Bedienkonzept. Und das ist jetzt einfach so, da wird es jetzt einfach. Ich habe den Versuch gemacht. Ich habe meinen Verwandten diese Kamera gegeben und habe gesagt, hier, arbeite doch mal bitte damit. Und keiner war in der Lage, damit nicht zu arbeiten. Ich weiß, doppelte Verneinung, immer schwierig in der deutschen Sprache, aber es ist einfach wunderhübsch. Dieses Konzept ist folgendermaßen. Also das Display ist so ein bisschen geknickt, aber das ist nicht wirklich geknickt. Das Display ist unten drunter gerade, bloß hier ist so ein bisschen so ein Vorsatz, der ist mit Glas davor. Und ich habe jetzt eigentlich zwei Bedienelemente, mit denen ich die Kamera bediene. Es ist mein rechter Daumen für die rechte Seite. Und es ist der linke Daumen für die Gesamtfunktion. Und jetzt muss man das so vorstellen. Mit dem linken Daumen gehe ich komplett durch die jeweiligen Funktionen. Das heißt also, ich habe hier die Handy-Version, den Handyscreen. Dann habe ich die Betrachtungsansicht, dann kommt die Fotoansicht und drunter kommen die Einstellungen. Das heißt also, ich gehe mit der einen Hand zack, zack, zack durch. Übrigens, mir gefällt das hier schöner. Und mit der anderen Hand bediene ich dann die Kamera. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf heller oder dunkler gehe, dann kann ich hier einfach an diesem Balken, und das ist schön an diesem Knick gelegen, also es ist genau an diesem Knick, wo man so richtig schön fühlt, alles klar, ich bin richtig. Also das kann man blind machen. Man fühlt den Knick und zack. Also, er funktioniert. Das Touch-Display ist wirklich wie bei einem Handy, also das ist nicht irgendwie lahm oder träge, sondern das funktioniert. Ich kann also hier weitergehen und ich kann alle möglichen Dinge hier eben einstellen an der Seite, Weißabgleich und jedes Mal sliden. Und wenn ich irgendeine Unterfunktion habe, dann kann ich auf diese Punkte trippen. Und also es ist einfach göttlich erklärt. Möchte ich in Videomodus, muss ich übrigens nur oben an der Kamera einmal zack nach vorne und schon geht die Kamera in den Videomodus. Wenn ich nochmal nach vorne gehe, ändert sie Foto und Video.
Und es ist wirklich so, ich kann hier noch übrigens 5700 Bilder aufnehmen, es ist wirklich so, dass diese Bedienung Spaß macht, damit zu arbeiten. Es sind so Kleinigkeiten, die ich total toll finde. Also zum Beispiel, wenn ich die Kamera im Querformat halte, wird mir alles so angezeigt. Gehe ich in das Hochformat, drehen sich die und es ist irgendwie so die Art und Weise, wie sich alles dreht. So, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich finde, man muss das mal zeigen. Also die Einstellungen hier, die unten am linken, am unteren linken Ende sind, die werden kurz ausgeblendet und kommen dann wieder dazu, weil da hat einfach jeder, da war einfach jemand am Werk, der einfach Ästhetik hat. Der hat gesagt, naja, wir können jetzt nicht 4 Zeilen drehen, das sieht kacke aus, lassen sie kurz abblenden und wieder erscheinen lassen. Aber die Symbole, die hier, die Symbole, die werden einfach wunderschön rotiert. Das ist so schön. Und ich weiß ja nicht, ja, im Endeffekt bei Fotografie kommt es auf das Foto an. Aber für uns Fotografen und Fotografinnen kommt es auch so ein bisschen auf die eigene Ästhetik an. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr hart. Und das ist auch teilweise bei unserem eigenen Webstore zum Beispiel. Wenn ich unsere Webseite angucke, denke ich mir immer, okay, wir haben was zu tun mit Design, ehrlich? Das ist immer so die Frage, so, gehört das nicht dazu? Zum Wesen eines Fotografen, dass er Ästhetik honoriert und Ästhetik belohnt? Also auch mal eine andere, eine ganz, 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 ganz krasse Frage. Wenn jemand als Fotograf sagt, das ist ein Werkzeug, das muss nicht schön aussehen, ist es dann ein ästhetischer Fotograf? Kann man Ästhetik, die man fotografiert, von der Ästhetik trennen, die man selber empfindet beim Fotografieren? Übrigens wäre das mal so eine Sache, bitte, 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 bitte in die Kommentare schreiben. Das würde mich hart interessieren. Einfach produktiv und konstruktiv argumentieren, muss man als Fotograf, der Ästhetik verkauft und vermarktet und produziert, selber auf Ästhetik der Kamera und der Werkzeuge selber Wert legen? Ja oder nein? Und vor allem, warum? Hier wurde einfach alles schön gemacht. Und jetzt hier auch wieder USB-C, geile Sache. Schließt man einfach an mit einem kleinen USB auf HDMI-Adapter. Und jetzt speisen wir einfach mal das Signal in unseren Rechner rein. Und da kommt es. Ich habe jetzt hier den Deckel weg. Also keine Sorge da. Ne? Also da ist alles da. Ich finde es bloß reduzierter, wenn man es so zeigt. Oder Moment, wir machen es kurz. So. Wenn ich jetzt hingehe und ich will im Menü was ändern, dann fahre ich hoch und jetzt habe ich ein richtig schönes Menü, wo ich verstehe, das Dateiformat Foto. Es ist einfach alles so schön. Kompositionshilfen, was will ich denn einfach anzeigen? Will ich die Schärfentiefe anzeigen? Will ich das Histogramm, die Wasserwaage? Es ist keine normale Kamera mehr. Maximaler ISO-Wert. Da wird mit Schrift gearbeitet. Es ist erklärend. Also die Einstellungsmöglichkeiten sind natürlich hart beschränkt. Oder auch diese Symbol an der Seite. Hier sieht man, ich bin hier in der Einstellung der Kamera. Hier gehe ich in das Konnektivitätsmenü. Das heißt also Kabelverbindung oder hier die sozialen Medien, die verknüpft sind. Meine E-Mail-Adresse kann jetzt jeder sehen, aber kann sowieso jemand sehen. Es gibt auch noch eine App dazu. Man kann mit Cloud verbinden, mit dem Cloud-Speicher oder zum Beispiel auch einen LAN-Server. Man kann einen NAS einfügen. Also, wie cool ist das, dass man einfach eine Kamera fotografiert und sobald diese Kamera, übrigens kein eingebautes WLAN oder kein eingebautes Handy, das ist kein Handy, was drin ist. Das ist auch immer, was falsch verstanden wird. Hier hat jemand die Funktionalität eines Handys mit einer Kamera verbunden und hat nicht eine Kamera an ein Handy gebaut. Aber sobald ein Netzwerk in der Nähe ist, weil ich zum Beispiel nach Hause komme, würden die Bilder auf das LAN, auf das NAS geladen werden können. Oder halt die generellen Einstellungen für Töne, Vibrationen und es ist alles halt so fließend und einfach ästhetisch. Also ich bin, nochmals, ich weiß, wir gucken schon 20 Minuten das Video an. Ich finde es einfach so unfassbar cool, dass ein deutscher Hersteller, der vor Jahren Kameras gebaut hatte und weltweit führend war, der dafür gesorgt hat, übrigens, ne, kleine Nebenanekdote, hier ist ja eine Zeiss Icon, ja, da kann man sich fragen, warum Nikon Nikon heißt, weil Icon eben belegt war. Also lange Zeit konnten die nicht Nikon heißen, die hießen ja anders. Ne? Ganz kurz reinschreiben in die Kommentare, wie hieß Nikon, bevor es Nikon hieß, weil Zeiss Icon da war. Egal.
Aber ist wirklich so. Ein Hersteller aus Oberkochen, googelt das mal bitte. Das ist irgendwo mitten im tiefsten Nichts in Schwaben, haut sowas raus. Und das ist einfach so, warum kann das nicht Sony, Nikon, Canon? Warum bauen die immer weiter überfrachtete Kameras, die zwar tausend Sachen können und jeder ist irgendwie da zufrieden mit der Kamera und jeder kann die auf seinen individuellen Ding, aber warum haben die nicht die Marktmacht, einfach mal zu sagen, okay, wenigstens eine Kamera kann doch mal innovativ sein. Warum kommt keiner von denen auf den Gedanken, einfach mal Sachen zu hinterfragen und zu sagen, hey, wir müssen mal eine Kamera bauen, die auch Spaß macht zu bedienen. Ich meine, hallo? Ich hoffe, da ist jetzt ein Akku drin. Ja, aber leer. Wie immer bei Sony-Akku. Hält halt gar nicht. Was soll das sein? Okay, wenn man ein Sony-Menü aufmacht, will man die Kamera einfach direkt wieder wegwerfen. Das ist jetzt kein Witz. Wer mag denn einen? Also, man kommt damit zurecht. Der Mensch ist ein gelehriges Tier und wir können alles lernen. Aber bitte, bitte, bitte zeigt mir den, der mit dem Sony-Menü sagt, boah, in Liebe verfällt. Der den Sony-Menü heiraten möchte. Gibt's nicht. Geht nicht. Und jetzt auch wieder hier, auch bei der Zeiss. Sie haben es teilweise auch übertrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Menütaste hier sehe, die hier, diese Funktionstaste, die einzige Taste, die es gibt auf der Rückseite, dann kann ich die definieren und zwar über die Fn-Taste. Und ich habe einfach nur mal, genau wie man hier sieht, vier Möglichkeiten. Ein Belichtungs- und Fokusspeicher, nur der Belichtungsspeicher und nur der Fokusspeicher. Und ehrlich gesagt, ich nutze keine dieser Funktionen. Deswegen ist bei mir auch keine Funktion belegt. Und es tut mir weh. Liebes Zeiss-Team, ihr könnt ja meine Sprache verstehen. Ihr spricht ja auch Deutsch. Ich kann es auch in Schwäbisch machen, gell? Also, das wäre schon ganz geil, wenn ihr da irgendwie so eine Funktion drauf machen könntet, die irgendwie Sinn machen würde, gell? Also ich meine, so richtig, so einfach was hilfreich wäre. Nicht einfach nur drei Sachen, die kein Mensch braucht, gell? Untertitel müsste man wahrscheinlich auch einfügen. Nein, nehmen wir ohne Witz, also das ist, da komme ich mir einfach verarscht vor. Also, jetzt kaufe ich eine 6.000-Euro-Kamera und dann hat die eine Taste an der Rückseite. Ist das irgendwie so eine Ironie oder so ein Easter Egg, wo sich jemand bei Zeiss einen abfreut, dass er eine Taste gebaut hat, die keinen Wert hat? Also, jetzt lobe ich die ganze Zeit dieses, aber da hätte man doch irgendwie einfach jede Funktion belegen können oder, keine Ahnung, irgendwas. Aber doch nicht die, egal. Und man merkt, bei dieser Kamera ist einfach Himmel und Hölle sehr nah. Aber generell, vom Bedienkonzept ist die Kamera göttlich. Das ist, ich wische hoch, ich bin im Menü, ich kann hier die Betriebsart ändern, auf Serienbild, auf Selbstauslöser. Wenn ich den Selbstauslöser ändern möchte, dann drücke ich hier drauf und dann kann ich hier wechseln. Und ich finde es einfach so schön. Auch Panorama-Modus hat sie auch, habe ich noch nie probiert, aber hat sie. Belichtungsreihe, Intervallaufnahme, Selbstauslöser, also Weißabgleich auf Tageslicht zum Beispiel setzen. Hier. Man kann einfach alles wunderbar einstellen. Einzelner Fokuspunkt oder Berühren auslösen, wie groß der Fokuspunkt ist, AF-Feldgröße. Es ist einfach überall, es ist einfach, wohin ich meine Bilder speichere, zum Beispiel einfach hier auswählen. Ja, also, es ist einfach ein neues Album und schon habe ich irgendwie meine Ordnung da. Ich habe viel weniger Sortierprobleme, wenn ich mit dieser Kamera fotografiere. Ich lege einfach jedes Mal einen neuen Ordner an, mache die Fotos da rein, mache wieder einen Ordner, lösche so ein bisschen auf der Fahrt raus, ist ja eh wie ein Handy. Das ist kein Handy, ne? Ist wie ein Handy. Und alles ist prima. Ja, so kann es gehen. Wir kommen einfach mal zum Fotografieren mit der ZX-1, denn das haben wir ja wahnsinnig viel gemacht und da kann man einfach direkt erkennen, dass diese Kamera auch so ein bisschen vom Fokus her schwächelt. Die Kamera hat einen Kontrast und einen Phasen-AF. Das bedeutet, das ist nicht einfach nur Kontrast, wie jetzt zum Beispiel Panasonic, sondern es ist Kontrast und Phasen-AF. Ich arbeite meistens in AFS. AFC finde ich wirklich nervig.
von der Bewegung, aber ich fokussiere an und man kann jederzeit vorne an diesem wunderschönen Otus gestylten Objektiv so ein bisschen eingreifen und dann passiert Folgendes und zwar ich kann hier, wir gucken mal einfach auf mein Display, ich kann hier fokussieren, das ist jetzt mal zu nah, das ist jetzt hier und wenn ich jetzt eingreife, kann ich manuell die Schärfe ändern und dann sagen, okay, tschack, das Foto. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Übrigens fällt mir da gerade ein, wenn wir jetzt auf das Display gucken, ich habe natürlich auch Bens Video dazu gesehen und Ben hat gesagt, dass er den Sucher bei sich sehr bläulich findet und das Display sowieso nicht wirklich gut. Hier auf meinem Tisch steht ein HP ZBook mit einem Adobe RGB 100% Display. Also 100% Adobe RGB ist ein Dream Color Display, was ungefähr die gleiche Qualitätsliga ist wie jetzt zum Beispiel ISO oder der ähnlich. Dieses Display kostet ein Schweinegeld. Ich finde, von meiner Betrachtung her, ist diese ZX-1, die ich habe, sehr, sehr, sehr erstaunlich nah dran. Also ich finde die Display-Qualität wirklich gut. Ich habe mir das jetzt nochmal 10-mal angeguckt, weil er gesagt hat, es sei irgendwie nicht wirklich gut. Kann ich bei dieser Kamera hier nicht bestätigen. Also ich glaube nicht, dass es nicht... Also nochmal zu Ben. Ich glaube nicht, dass er das nicht so gehabt hat. Ich wollte bloß sagen, dass ich das nicht bestätigen kann bei dieser Kamera hier. Ob man jetzt davon von Seriensteuerung reden kann oder einfach nur von zwei unterschiedlichen Kameras oder eine von uns ist defekt, das weiß ich nicht. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Und übrigens noch ein lustiger Faktor, der Blitzschuh hier oben, der ist TTL-fähig, aber Sigma TTL-fähig. What? Warum? Sigma TTL. Welches System unterstützt Sigma TTL außer Sigma Blitze? Das heißt, ich kaufe mir jetzt die 6000 Euro Kamera und verschandel diese Kamera mit dem Sigma Blitz? No way. Okay, wir haben natürlich Pocket Wizards oben drauf gepackt. Die können in Tausendstel zünden, weil die super schnell sind, haben Mittenkontakt und lassen dann völlig egal, ob das dann Sigma oder nicht ist oder Canon, geht. Was die Kamera nicht hat, was den Fokus betrifft, ist Gesichts- und Augenreif. Ich habe natürlich sehr, sehr, sehr viele Menschen fotografiert. Jedenfalls alle, die in irgendwie meiner Umgebung waren und sein durften in letzter Zeit. Und es ist schon so, dass man das vermisst, wenn man mit einer Sony oder sonst da Leica fotografiert. Aber es ist nicht kritisch. Ich habe keinen höheren Ausschussquote gehabt. Ich habe ehrlich gesagt das Fokusfeld relativ groß gewählt und habe es einfach aufs gesamte Gesicht draufgesetzt. Und mit 35 mm 2.0 hat es immer wirklich geklappt. Manchmal hat die Kamera sich komplett verfokussiert. Ja, tut jede Kamera, bis auf vielleicht eine A1 oder sowas aktuell. Aber ich hatte kein Problem damit. Also es ist komisch, es nicht zu haben. Und es entspricht auch nicht 2021. Aber es hat trotzdem wunderbar geklappt, weil ich einfach fokussiert habe. Punkt aus Schluss. Kommen wir nochmal zu ein bisschen Fotoshooting. Wir waren ja auch in Gran Canaria damit, also auf, nee, Teneriffa, Entschuldigung, Teneriffa war es, auf dem Vulkan und um den Vulkan herum. Und wir haben auch da so ein bisschen fotografieren können, natürlich in der Ferne, wo niemand dort war. Und ich habe ein bisschen mit Graufiltern rumgespielt und ich konnte ein tausendfach Graufilter verwenden ohne Probleme und konnte mit dem tausendfach Graufilter wunderbar fokussieren und arbeiten. Und gucken wir uns einfach mal ein bisschen Fotoshooting an. Ist richtig schön ambient. War ein toller Morgen. Und ich finde auch die Bilder, die dadurch entstanden sind, sind unglaublich schön geworden. Finde ich richtig tolle Bilder und zeigt auch, wie gut abgestimmt die Kamera ist. Wir kommen gleich auch nochmal zur optischen Qualität, vor allem von Objektiv und Kamera. Aber was man einfach sagen muss, ist, dass man kann mit dieser Kamera einfach wunderschön fotografieren. Natürlich, es ist eine Fixed Focal Length, also eine wirkliche Festbrennweite. Da kann man auch nichts wechseln, das darf man nicht vergessen. Und da haben 35 mm halt voll gepasst. Aber es ist einfach erstaunlich, wie schön
es fühlt sich toll an. Punkt, aus, Schluss. Kommen wir vielleicht nochmal zu ein paar Sachen, die mir echt nicht gefallen. Echt nicht gefällt, tut mir der Blitzschuh mit Sigma. Dann der Zentralverschluss, der nur bis ein Tausendstel geht. Beziehungsweise der langsame Readout vom elektronischen Verschluss. Und dass sie zum Beispiel auch gar nicht dran gedacht haben, vielleicht ein Vario ND einzubauen. Aber, bevor jetzt jemand rumhaten möchte, meine geliebte RX1 R2. Also das ist die RX1 R2. Obwohl hier nur RX1 dran steht, ist es die RX1 R2. Die hat hier extra diesen Graufilter vorne drauf. Und warum? Weil das gleiche Problem bei der existiert, die kann einfach nur bis ein 2000stel synken und danach braucht sie einen Graufilter. Deswegen, ich fotografiere die diese ganze Zeit mit einem Vario ND und schiebe den hoch und runter, je nachdem, wie ich die Belichtung brauche. Bedeutet also, bei dieser Kamera, die auch ein Schweinegeld kostet, kann man ohne Vario ND oder ohne Graufilter tagsüber nicht fotografieren. Und das nervt, weil das hätte man einfach erkennen können. Kommen wir jetzt zur optischen und zur Sensorqualität und dafür haben wir uns auch ein paar Vergleichsaufnahmen gemacht. Ich habe im Ergebnis diese beiden Kameras, die hier, gegeneinander anstinken lassen. Das hier ist 37 Megapixel mit Zeiss Distacon und das hier ist Sony RX1 R2 mit 42 Megapixel mit einem 35er, also 42 Megapixel gegen 37 Megapixel. Und was uns erstmal interessiert, ist natürlich die mittlere Schärfe. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Und Achtung, Weißabgleich mal ignorieren. Wir gehen mal ran. Und links ist jetzt... Wow. Wow, ist das Distacon scharf. Also das hier ist extremst. Was ich krass finde, ist die Tatsache, dass die Auflösung, die Mehrauflösung, gar nicht so krass rauskommt. Also ja, rechts ist die bisschen größer, aber nicht sehr viel. Und wer das nicht glaubt, da können wir auch ganz kurz mal hier in der Bibliothek nur eins angucken und dann holen wir uns hier die EXIF-Daten raus. Da sieht man hier die 7952 x 5304 Pixel und jetzt nicht erschrecken. Die hier löst mit 7488 Pixel mal 4992 auf. Also der Unterschied in der Schärfe ist phänomenalst. Also es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und jetzt kommen wir erstmal zum Rand. Wir gucken uns mal den Rand an. Ich glaube, dass man sich da mit seiner Sony den Rand gar nicht angucken möchte. Holy moly. Also das Interessante ist, dass die Sony gar nicht so stark schwächelt, wie man es vielleicht erwartet, weil der Rand, die Mitte war ja schon ein bisschen schwächer. Also eigentlich hält die Sony sehr gleichbleibend die Schärfe über das gesamte Feld, aber hier ist der Rand natürlich deklassierend. Also was die Schärfe betrifft, ist das eine ganz andere Hausnummer, was da rauskommt an Brillanz und an Kontrast. Und das war ja auch immer so der Knackpunkt der RX1, sowohl in der ersten Version als auch in der zweiten Version. Die RX1, übrigens, ne, die Aufnahmen sind ohne den Graufilter gemacht worden, bei 2.0er Blende. Die RX1 hatte immer einen geilen Sensor, aber leider ein ganz, ganz, ganz veraltetes Objektivdesign. Und das merkt man einfach. Also jeder, der diese Kamera hat, sagt, dass das Objektiv nicht den Sensor auslastet, sondern eher so auf einen 26 oder 24 Megapixel Sensor gebaut wurde. Und da haut halt Zeiss mal richtig, richtig rein. Auch hier CAs mal checking. Also auch hier sehen wir, dass zwar unterschiedliche Weißabgleiche, aber die Sony ist natürlich auf der rechten Seite. Boah, also da können wir jetzt auch den Weißabgleich gleichstellen. Natürlich haben die unterschiedliche Sensoren und unterschiedliche Renderings. Also das heißt, sie sind immer ein bisschen farblich anders. Es sei denn, man macht den Weißabgleich nachher irgendwie mit Pipette. Aber das Sony-Objektiv in dieser 4000-Euro-Kamera ist einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Allerdings kommen wir auf den Punkt. Wir haben hier bei identischen Einstellungen im Garten kurz mal ein Windrad fotografiert. Und was man als erstes wahrnehmen muss, ist, dass die Zeiss deutlich, deutlich, deutlich lichtintensiver ist. Das heißt, sie lässt
fast eine Blende mehr Licht rein. Und das tötet sie gleich, auch im Vergleich. Aber da kommt natürlich noch dazu, also bei gleichen Einstellungen, das nennt sich übrigens in der Fachsprache Transmission. Man denkt immer so landläufig, dass die Blende die Lichtstärke wäre. Es ist sozusagen eigentlich nur ein rechnerisches Element aus Öffnung und Brennweite. Die Lichtstärke, die könnte man, also gutes Beispiel, ich habe hier einen Graufilter dran. Der Graufilter verändert nicht meine Blende, das bleibt weiterhin Blende 2.0, aber durch den Graufilter kommt weniger Licht durch. Das heißt, die Blende F2.8 oder F2.0, die nimmt nicht in Bezug die eigentliche Transmission. Transmission, das ist die Lichtdurchlässigkeit. Und die hier ist bei diesem Objektiv einfach sehr viel höher. Gleiche Einstellungen, können auch am Sensor liegen, erzeugen ein helleres Bild, was die Kamera lichtstärker macht. Das heißt, man müsste also dann ISO 100 gegen ISO 200 vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es mal so verglichen und jetzt mache ich Folgendes. Und zwar, ich gehe mal in der Ad-Hoc-Entwicklung einfach runter. Und jetzt kommt der Sony-Effekt hinzu. Das waren jetzt, also ich glaube, das dürften jetzt 3 Blenden sein oder 4. Und das ist einfach radikal. Also man merkt, dass die Highlights sehr, sehr, sehr viel besser sind in der Sony. Warum könnte man nicht, ich meine, Zeiss und Sony arbeiten doch zusammen, könnten die nicht den Sony-Sensor da reinbauen? Weil dann wäre die Kamera eine Todeskamera. Mit dem Objektiv fetzt die alles. Ich würde die Kamera beschreiben als keine Deppenkamera. Also, vielleicht kann man das nochmal kurz erklären. Vielleicht muss man es ja kurz erklären. Wer ein Bild 4 Blenden überbelichtet, der sollte sich vielleicht nicht Fotograf nennen, wenn das nachher dann im Endeffekt 3 Blenden dunkler haben möchte. Ja, es gibt Situationen, wo man Highlights zurückholen muss und pipapo, aber dafür gibt es eigentlich Filter und Verlaufsfilter. Und also ein guter Fotograf, die Kamera ist nicht schlecht. Ich finde bloß, dass die Stärke einer Sony-Kamera natürlich schon die Dynamik ist. Aber Zeiss ist einfach ein Optikhersteller und diese Optik ist so überlegen, also seltenst sowas gesehen und vor allem auch seltenst so schöne Flares gesehen. Wir waren da am Strand in Teneriffa und dann habe ich einfach mal ein paar Fotos von Sarah gemacht, weil Sarah gesagt hat, sie braucht noch für ihren Instagram-Kanal 2, 3 Fotos. Und ich habe die Kamera genommen zum ersten Mal und habe so ein bisschen gegen die Sonne gerichtet damals. Und ich habe gedacht, what the... Ehrlich? Und ich konnte nicht glauben, was meine entzückten Augen da sehen. Ich habe noch nie in 14 Jahren, bei meinen, überhaupt noch nie, so schöne Flarings gesehen. Und ich weiß, Flaring ist auch was, also wenn jetzt Zeiss irgendwann das Video anguckt, was sie tun werden, weil sie haben mir die Kamera mir geliehen, dann werden sie sagen, Flares sind eigentlich schlecht. Optisch gesehen sind Flares schlecht. Aber Zeiss hat es hingebracht, ein unfassbar scharfes Objektiv zu bauen und die schönsten Flares, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, in dieses Objektiv zu bekommen. Und ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns einfach mal das Fotoshooting mit Sarah am Strand an. War ein bisschen lustig wegen den Wellen, weil die kamen dann schon ganz schön krass rein. Und mit so einer 6.000 € Kamera, die einem nicht gehört, irgendwie durch die Wellen zu rennen, ist ein bisschen tricky. Aber die Bilder waren es einfach nur wert. Was für ein Look. By the way, unbearbeitet, ohne irgendetwas gemacht. Und die Kamera kann ja bearbeiten. Ist ja ein Handy dran. Unbearbeitet, gucken wir uns die Bilder an. Das ist einfach unfassbare Ästhetik. Is that
constellations. You cover me in glitter till I'm shining bright. I never wanna leave the sky. The way you make me feel alive. I was in the dark and baby, you're the light. Diese Flares sind doch so schön, so ästhetisch, dass es doch nach einem Flair-Paket streit. Ich darf ankündigen, das Grodebon Gerst ZX1 Flair-Paket for free. Ja, wir machen's for free. Man kann es einfach runterladen. Link ist unten in der Artikelbeschreibung. Ich kann auch kurz eine Anleitung geben, wie man es macht. Man zieht das Bild in Photoshop rein, öffnet dann die Ebenen-Modi, und also die Überblenden-Modi, macht auf negativ multiplizieren und fertig aus, hat man diesen mega geilen ZX1-Flair über seinem Foto drin. Und sozusagen kann jeder eine ZX1 zu Hause haben und damit fotografieren. Also in Flair-Form jedenfalls. Wir haben einfach mal ein wirklich komplettes Set mit jeder Position. Also bei Flares ist ja so, man kann ja das Bild spiegeln. Man kann oben, unten, rechts, links spiegeln, also horizontal, vertikal. Das heißt, man braucht einfach genau folgende Flares. Mitte, außen, mehr außen, ganz außen und ganz, ganz, ganz außen. Und dann Mitte, bisschen oben, weit oben, ganz am Rand oben und außerhalb. Und dann noch diagonal und schräg. Und dann kann man alles in alle Ecken dann eben duplizieren und verschieben. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you see through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding. And I don't even know how to answer, I take these drugs to my bladder. She says she noticed a pattern, she say I look gorgeous, I tell her I'm flattered. But I hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. I just hope I feel better. You said that you love me, don't know if it's still true. Hate it when you're not here, love it when I'm with you. You say you don't trust me, all the shit we've been through. Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you. Why should I always gotta be so stressful? Baby, can you tell me why are you so vengeful? I don't understand you, I can't live without you, but I can't fucking stand you. Ein wichtiges Feature hatte ich ja schon gezeigt. Man kann hier einfach den Videomodus anmachen, 4K 30 oder irgendwie Full HD. Ich habe hier mit der Kamera noch keine Sekunde gefilmt, H265, schöner Codec, sehr aufwendig zum Schneiden. Und Ton kann man auch über diesen Multi-USB-funktionalen Port dran machen. Genauso wie man es hier einfach USB auf HDMI machen kann, kann man auch Ton auf USB reinmachen. Also ich finde, das ist einfach genial, so diese Konnektivität mit diesem einen Port, wirklich, wirklich toll. Kommen wir jetzt zum letzten Feature, und das wäre ganz einfach die Bearbeitung. Ich stecke nochmal das Käbelchen hier rein, warte, dass der Rechner es erkannt hat, und jetzt mache ich was zum Bearbeiten. Ich wische nach oben und jetzt habe ich hier komplett meine gesamten Dateien. Ich kann hier einfach zusammen machen, gehe hier in zum Beispiel die gesamten Ordner rein. Und jetzt habe ich meinen Import-Ordner oder die gesamten Fotoshootings, die wir jetzt hier auch gesehen haben, vom Teide oder hier vom Strand oder hier eben mit Sarah. Ich gehe mal auf die Lisa-Bilder. Also alles in allem, also ja, jetzt lädt es ein bisschen länger. Es ist einfach so ästhetisch. Es ist so schön gemacht. Es macht so viel Spaß, damit zu arbeiten. Ich kann hier ein Bild anklicken. Und jetzt kann ich es natürlich löschen oder direkt weiterleiten. Hier über Konnektivität in Dropbox speichern. Oder aber ich kann eben hingehen und ich kann sagen, bearbeiten. Bearbeiten geht hier. Was jetzt passiert, ist relativ simpel. Er bewegt das Bild zu Lightroom. Öffnet Lightroom, importiert es direkt und ich habe es gleich hier drin, es wurde importiert. Ich gehe auf alle Fotos,
dort ist es gefunden, okay, es war schon drin, aber jetzt kann ich eben hingehen und ich kann die kompletten Looks drüber fetzen. Und vielleicht müssen wir da auch mal Sarah kurz zu Wort kommen lassen, weil, by the way, Sarah, unsere bearbeitende, fotografierende Instagramerin, ich glaube, sie spart hart ihr Gehalt für die Kamera, weil sie das einfach so unfassbar feiert. Martin spricht natürlich sehr euphorisch jetzt von der Kamera und ich kann es auch verstehen, sie hat eine unfassbare Dynamik und es macht wirklich Spaß, mit ihr zu fotografieren. Ich bearbeite ja täglich Bilder für Krolopp und Gerst, das mache ich allerdings wirklich lieber an einem großen Bildschirm. Man kann allerdings auch mit Presets arbeiten, zum Beispiel im privaten Bereich. Ich habe viele Freunde oder Bekannte, die gerne mit Presets ihre Bilder aufwerten, damit sie auch immer denselben Look haben. Und dadurch, dass diese Kamera eben Lightroom drauf hat, kann man sich die Presets ja wirklich direkt auf die Kamera draufpacken. Und wenn man zum Beispiel unterwegs ist, kann man schauen, ob das Setting, ob das Licht oder das Motiv zu den Presets, die man irgendwie vorher schon angefertigt hat, dazu passt oder ob man vielleicht doch nochmal irgendwas an seinem Bild Schnitt oder am Licht verändern sollte. Wenn man sich jetzt mit dieser Kamera auseinandersetzt und mit ihr arbeitet und sie kennenlernt, kann man zum Beispiel seine Presets auch wirklich direkt an die ZX-1 anpassen. Das heißt, man weiß, wie sie funktioniert, man weiß, wie sie im Gegenlicht agiert und kann sein Preset perfekt darauf anpassen. Das ist super praktisch, es spart Zeit und man sieht auch direkt den Look, wie er sein könnte mit den Presets. Ich habe mir hier so ein paar Presets von ihr geklaut. Geht ganz einfach. Ich gehe hier in diesen Preset-Ordner, bin hier bei Benutzervorgaben, habe natürlich meine normalen Benutzervorgaben, aber ich kann hier eben auch in die Benutzervorgaben von Lightroom gehen und ich kann hier die Vorgaben, mit denen sie ihre Bilder bearbeitet, sehr orange und tealig und sehr braunig, kann ich einfach auf die Bilder anwenden. Und wenn ich dann so einen Look habe, wie zum Beispiel den hier, den ich mega gut finde, dann bestätige ich das einfach. Jetzt habe ich hier das Bild und jetzt kann ich es einfach auch posten. Und zum Beispiel kann ich es auf Gerät speichern oder unter anderem freigeben auf Instagram gleich. Und ja, das ist kein Handy. Und ich glaube, auch das übrigens erklärt noch mal ein paar Leute, die irgendwelche Forderungen gestellt haben, von wegen, warum gibt es da keine freien Apps und sonst was. Ich glaube, das verstehen viele Menschen einfach nicht. Hier hat man eine Kamera genommen, Vollformat 35 mm, das, was alle Fotografen eigentlich lieben oder die Mehrheit, und hat einfach eine Funktionalität eines Handys oder Tablets angehängt, aber wollte nie ein Handy dran machen. Und dann hat man gesagt, okay, welche Sachen braucht man auf jeden Fall? Lightroom und Instagram und Facebook und Dropbox und Flickr, und damit wäre es einfach gesetzt. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, poste das Ganze auf Instagram. Jetzt geht's Hochformat weiter. Und jetzt kann ich das Ganze posten. Ich klicke auf Weiter, kann jetzt eine Bildunterschrift einfügen. ZX1 und Preset. Ach, ich kann nicht tippen. Fertig. Bam. Und jetzt wird das Ganze geteilt. Also wird jetzt wirklich geteilt. Wir müssen gleich das Video aufhören, damit ich es wieder löschen kann. Aber nein, also ja, es ist jetzt wirklich online. Live online. Ja, aber hier gucken wir auch nochmal dazu, weil das ist ja der große Vorteil von dem Ganzen. Ich bin jetzt hier im Ordner Zeiss ZX1 und ich habe jetzt gerade eben das Bild bearbeitet und hier ist es. Das heißt also, das fertige Foto, übrigens hier in der JPEG-Version, allerdings kann man auch die DNGs hochladen. Also die Kamera nimmt ja als RAW ein DNG-Format auf. Was kann man eigentlich dazu noch sagen? Es ist, also
es ersetzt keine Bearbeitung am Rechner. Wenn ich jetzt hingehe und ich gehe jetzt wirklich in Lightroom Mobile rein und ich öffne jetzt Lightroom Mobile und ich mache hier irgendwelche Korrekturen. Das heißt also, ich will eine Helligkeit korrigieren oder sonst was. Natürlich kann ich das machen, wie zum Beispiel Lichter, die Belichtung reduzieren. Ich mache hier so einen richtig düsteren Modi oder gehe von der... Ja, das ist übrigens eine Sache, die ich auch gemerkt habe. Das Display reagiert manchmal ohne, dass man toucht, sondern wenn man nahe hinkommt. Also man soll dann sich schon entscheiden, dass man es auch wirklich möchte. Also man kann hier wirklich, wirklich, wirklich wunderbar Bilder bearbeiten. Aber ehrlich gesagt, so Sarahs Preset, schon ganz geil gewesen. Gehen wir am besten wieder zurück. Gibt es hier auch in Lightroom Mobile die Funktion, dass man frühere Versionen dann nimmt, nämlich die Version, das Original, plus, am Anwenden. Und die Vorgabe war, glaube ich, Sarah 5. Tschack. Fertig. Aus. Und jetzt kommt's. Gleich aktualisiert. Ich nehme die Kamera raus und finde einen Abschluss. Ich glaube, man darf nicht denken, dass diese Kamera den Computer ersetzt, eine professionelle Bildbearbeitung. Aber ich finde, jeder Hersteller, der aktuell Kameras produziert, jeder könnte sich einen so dicken Happen von dieser Kamera abschneiden, dass man wirklich alle Kameras besser werden lassen könnte. Ich glaube auch, dass das, und das ist meine ernste, ehrliche Meinung, ich glaube, dass heutige Kameras immer komplexer werden und damit gewinnt man eigentlich diesen Kampf gegen das Handy, gegen die Einfachheit nie. Ich glaube, so eine Kamera wie die ZX-1 würde das allerdings schaffen können, nämlich Menschen eine Möglichkeit zu geben, hochqualitative, besondere, vollformatige Aufnahmen zu erzeugen und gleichzeitig aber in der Bedienkomplexität nicht gerade ein Studium zu erfordern. Fotografie lebt über das Auge, das lebt über Ästhetik, das lebt über den Fotografen, die Fotografin, der fotografiert. Man wird kein besonders guter Fotograf, wenn man teure Technik hat, sondern ich glaube, dass heutige Kameras auch viele Menschen abschrecken. Ich habe da ein Beispiel, dass ich meiner Schwester eine Olympus gekauft habe, als sie ein Kind bekommen hat. Habe ich gesagt, hier, liebe Familie, Krolop 2, habt ihr eine Olympus-Kamera für die tollen Fotos. Leider macht sie gar nicht wirklich viele Fotos mit der Kamera, weil nach eigener Angabe ihr das Ganze einfach zu komplex ist. Da verstellt sie hier was, dann will sie das Foto machen, kommt sie da dran. Und viele Leute wollen das gar nicht. Aber gleichzeitig sieht sie schon die qualitative Änderung. Sie sagt, ja, die Bilder sind geiler, die sind besser, die sind schöner, die sind ästhetischer, die haben eine bessere Dynamik, eine bessere Bildwirkung. Aber ihr ist die Kamera einfach zu komplex. Und da kann man 1000 Dinge einstellen, super viele. Aber sie will es gar nicht. Sie will einfach nur ein schönes Foto machen. Und ich glaube, dass das die Sache ist, die diese Kamera wirklich toll kann. Übrigens, warm wird sie, definitiv. Und man schaltet sie natürlich nicht immer an und aus, sondern man lässt sie dann in diesem Sleep-Modus, das ist wie ein Handy, das macht man auch nicht die ganze Zeit an und aus, nur weil man nicht telefoniert. Also man kann die ruhig auch wirklich einige Zeit in dieser deaktivierten Funktion lassen, sodass man mit einem Handgriff die Kamera anmachen kann. Man macht sie nicht die ganze Zeit an, aus, sondern wenn man weiß, man geht fotografieren, kann man sie anlassen und dann ist sie auch an, dann kann man fotografieren und irgendwann macht man sie wieder aus, wenn man auch nicht mehr Fotos macht. Was ist unser Fazit? Es ist wirklich die Kamera der Zukunft, definitiv. Mit sehr vielen Verbesserungsmöglichkeiten, mit sehr vielen Ungereimtheiten, mit sehr vielen, könnte besser sein. Aber das Grundkonzept ist phänomenalst. Und es macht wirklich Spaß, mit dieser Kamera zu fotografieren. Es ist eine der wenigen Kameras, die ich persönlich nicht gerne zurückschicke. Und ich habe auch schon überlegt, ob diese Kamera dann graben soll. Also ich habe überlegt, ob ich die verkaufe und dann noch ein bisschen spare und mir dann diese Kamera hole. Es macht keinen Sinn, es ist viel zu viel Geld, es ist eigentlich idiotisch, aber
ich glaube, da sind der ein oder andere da draußen oder die ein oder andere da draußen, die verstehen, dass man manchmal für so unsinnige Sachen Geld rauswirft. Mit Stolz. Auf die eigene Blödheit. Das macht Spaß. Ich hoffe, das war ein neutrales Review. Ich hoffe, man hat die Ambivalenz dieser Kamera gesehen. Das Leben ist einfacher als mach doch mal so oder es gibt nur schwarz oder weiß. Es gibt ganz viel Grautöne dazwischen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich nochmal mit zwei so richtig tollen Kameras. Guckt da hier. Fast 100 Jahre alt, super krass modern und sie machen beide Spaß und sie sind beide weltführend. Aus Oberkochen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir Schwaben haben es drauf. Alles außer Hochdeutsch.